Ich bin Patrick Bengondo, ich komme aus Kamerun, ich spiele für FC Aro erste Mannschaft. Ich bin Stürmer. Am Anfang habe ich gespielt in Kamerun, in zweiter Division, nachher in erster Division und ich bin in der Schweiz 7 Jahre Zeit jetzt, aber ich war fast in Rumänien für eine erste Division und jetzt spiele ich für FC Aarau und freue mich. Ich gehe nach Kamerun einmal per Jahr und ich bin verheiratet. Meine Frau wohnt in Tessin, weil wir haben ein Haus da und sie kommt manchmal mir besuchen und wann ich kann und wenn wir aber frei, ich kann noch fahren nach Tessin für besuchen. Ja. Sonst ich bin immer in Aarau bei Training. Ja, ich habe Kollegen Mannschaft und Team spielt eine große Rolle für uns, weil es unser Beruf. Du musst in deinem Beruf, comment dire, Plaisir, Freude haben im Beruf. Und freue mich immer, wenn ich muss zu Training kommen. Und ja, ich habe gut Kontakt mit vielen Spielern, auch wenn wir sind nicht da im Club. Was gefällt mir zuerst, ist eine ruhige Stadt und ja, gibt es viele Platz grün für Kinder, sie können spielen und spazieren ruhig und ja, gefällt mir auch Leute, weil sie sind immer bereit zu helfen, wenn du brauchst etwas. In der Stadt, ja, gibt es auch etwas zu schauen. Ja, ist eine ruhige Stadt. Für mich ist gut, wenn du hast Familie. Zuerst für Grüßen. Comment dire, ich presse ta main fort. Ja, angeben, aber nicht langsam, ein bisschen. Ja, erstmal, wenn ich habe eine Frau gegrüßt, ich war ein bisschen, j'étais délicat. Délicat, je suis allé avec délicatesse. Ja, aber sie hat mich. Ich hatte Angst für diese Frau, aber okay. Ja. Ja, gibt es etwas, weil Wetter ist, wir haben mehr Sonne in Tessin als in der Deutschschweiz. Und, aber für mich, das spielt keine Rolle. Was ist wichtiger für mich, ist mein Beruf. Weil in der Schweiz, für mich, Deutschschweiz ist. Beste Mentalität für Fußball in der Schweiz. Ich habe schon gespielt in Tessin, auch in Romandie. Und für mich, beste Mentalität ist in Deutschschweiz. Sie sind mehr Profi. Du kennst das vielen, dass du bist in eine gute Mannschaft. Sie sind immer mit dir. Auch wenn es schwierig, auch wenn es alles ist einfach, sie sind immer da. Das gefällt mir. In die andere, ich will nicht schlecht sagen, aber ist ein bisschen etwas anders.
Daraufhin sind 12 Spieler von der Mannschaft. Weil, wenn sie sind da, wir sind top motiviert. Und auch wenn es schlägt, sie sind immer da. Wir spielen zu Hause, wir spielen weg, sie sind immer da. Und für uns ist sehr wichtig. Und jetzt, zweimal, sie sind nicht da. Für 30 Minuten, dann ist es ein bisschen schwer für uns. Ich hoffe, dass das wechseln bald, weil wir brauchen diese Fans ab Anfang, ab Anfang. Ja. Ja, wie kann ich das sagen? Für uns Afrikanisch ist nicht einfach, weil wir kommen aus in andere Kultur. Wir müssen zuerst lernen, wie leben in dieser neuen Kultur, essen und viele was. Und ja, wenn du bist schon da und du hast ein bisschen Erfahrung, dann du kannst einfach kommen und aufpassen, was du sagst und was du magst. Du musst zuerst schauen, wie Leute da leben. Nicht einfach kommen und alles kaputt machen. Ja. Und dann ist wie bis jetzt, ich habe immer so gemacht, ich komme zuerst, ich schaue. Ich kennenlerne alle Spieler. Manchmal ein Spieler ist ein bisschen antipathisch, ein anderer ist sehr sympathisch. Und dann, wenn sie kennen die besser und dann alles funktioniert. Das war nicht einfach. Ja, war viel Stress für mich, weil ich war noch nicht in Europa. War erstmal für mich und ja. Und zum Glück, ich habe kein Problem gehabt mit Essen. Mein Problem war, das war sehr kalt. Ja, für mich war unglaublich kalt. Ich habe immer gehört, du musst deine Hand in eine Frigorifer fühlen, was sie hat, wie Wetter in der Schweiz. Ich habe gesagt, das ist unglaublich, das kann nicht sein. Aber wenn ich war da, ist mehr als was ich habe gedacht. Ja, kalt war mein erstes Problem. Ja. Jetzt ist es besser, viel besser. Ist viel besser. Gefällt mir, weil ich sehe auch Kollegen von, wer sind geboren in der Schweiz. Sie sind Schweiz. Sie hat auch Probleme mit Kat. Dann ich sage, okay, ist gut. Wir sind alles gleich. Ja, meine Vater, Mutter, meine Brüder. Wegen das, ich muss zweimal nach Kamerun anrufen. Und ja, meine Familie. Ich vermisse. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber ich denke nicht, dass ich kann noch mal in Kamerun leben. Meine ganze Leben, weil ich habe Kinder in der Schweiz und eine Frau in der Schweiz. Für mich wäre besser, ob meine Kinder gehen Schule und alles in der Schweiz machen. Weil für mich ist sie sind en Sécurité. Sécurité. Ils sont en Sécurité ici. In Sicherheit in der Schweiz. Ja, das sicher ja nach Kamerun. Aber
Wäre auch schön, weil ich hatte schon viel gelernt in der Leben, in der Welt. Und da ich kann meine Erfahrung nach meinem Land bringen. Ja, England ist mein Traumland für Fußball. Odessa, in Tessin. Ich bin zu Hause in Tessin, weil ich habe viele Zeit da verbringen und gefällt mir. Für das ich brauche Leute, viele Leute. Ich habe viele Zeit da verbringen, so ich kenne viele Leute da und Familie von meiner Frau und viele Leute, das ich habe kennengelernt, wann ich habe für AC Bellinzona gespielt. Ja.